So eine Funktion der Zelle beinhaltet ja unser Leben, unser Fitness, unsere Gesundheit, unser subjektives Wohlbefinden und letztendlich denn dann auch, dass sich das, was wir in dieser Zeit unserer Alterung, die ja so ab 20 Jahren schon stattfindet, wieder entblättern darf. Es sind von der Basis her zwei Sachen, die funktionieren, zwei Methoden. Einmal werden die Telomere, ist so ein Stichwort, ist jetzt auch seit einigen Jahren in aller Munde, die Telomerase, weil 2009 wurde das entdeckt, dass die Endkappen der Telomere, die sind ja im Zellkern in der DNA, dass bei jeder Zellteilung die sich verkürzen. Wenn ich aus Zeit und Raum gehe und diese energetische Verjüngung anstoße, geht's an die Telomere. Die werden sanft gedehnt und die Verkürzung findet nicht mehr in dem Maße statt. Die Verkürzung beinhaltet ja das, dass wir altern. Ja, das zweite Wirken in dieser Methodik ist, dass wir neue Energien in diese Zellen einleiten können. Prägungen werden aufgelöst, unsere Glaubensmuster. Das heißt, dass wir dann auch zu 100% davon überzeugt sind, ich brauche das nicht, ich bekomme das nicht, ich verjünge mich sogar und ich werde alterslos und mein Leben in Schönheit und Harmonie leben, so wie ich das will. Diese Rückläufigkeit der Alterungserscheinungen, wie zum Beispiel graue Haare, Alterssichtigkeit, Zipperlein hier, Zipperlein da. Und letztendlich dann auch, woran man ja als erstes denkt bei diesen Verjüngungsprozessen, oh, meine Falten glätten sich, auch das dann.